Leute, hallo, das schaut so aus, als hätte man das in einem durchgedreht, weil ich dasselbe anhabe, aber ich kann mir einfach kein zweites Leiberl leisten. Und jetzt wird mit seinem Trainer Thai trainiert. Das heißt, Techniktraining ist am Start. Und ich möchte euch da natürlich ein bisschen einen Einblick gewähren und euch zeigen, was er hier so macht. Und ein richtig klassisches Thai-Training. Ist ein bisschen anders als das, was wir in Wien so kennen. Also schaut euch das an. Coach ist beim Snacken, sich vorbereiten auf das Training. How many fights you have? Sie halb. 300? Also das ist ja ganz normal, einfach mal 300 Kämpfe zu haben. Das ist hier nichts Besonderes. Also da muss er grinsen, wenn er das sagt. Das ist ja echt normal, die fangen ja ganz jung an, so wie wir schon vorgestellt haben, den Jungen, den O, der 13-Jährige, der hat schon 60. Wenn du mit 13, 60 Kämpfe hast, dann ist es einfach ganz normal, in den Ring zu steigen. Also was für uns jetzt ein Training ist oder vielleicht sogar ein Sparring, ist hier ein Kampf. Und wenn du jedes Wochenende kämpfst, dann wird das einfach zur Normalität. Kopf auch mit nach hinten bewegen, also vor und nach hinten. Blick ist vorne oder hinten, sonst ist ja nirgends, dass die HWS gerade bleibt. Was? Ja. Und schau, ob du die Hüfte noch mehr stabilisierst, dass sie sich gar nicht mitbewegt. Also alles in der Rotation, Wirbelsäulenrotation kommt komplett aus der BWS. Ja, genau. Und achten auf deinen Klassiker. Bizeps hat hier nichts verloren, es ist ein gestreckter Ellbogen. Gestreckt beim Heben, ja, das ist es, wunderbar. Was macht der da? Wasser einfüllen. Ist das so eine Sylvester Stallone-Aussage oder was? Ja. Das ist hier so das klassische Aufwärmen für die Thais. Das besteht meistens aus eine Runde laufen, das hat er jetzt aber weggelassen. Und 3 Minuten am Sandsack, ein paar Kicks und dann geht's ab ins Training. Der Junge ist 13. So geil. Man sieht an den, an den Schlägen, an den Fäusten, dass er noch relativ wenig Kraft hat. Liegt natürlich auch am Alter und am Körpergewicht.
aber an den Kicks sieht man, dass die Technik so hammermäßig ist, dass er richtig arge Power aufbauen kann. Das ist echt irre. Das ist irre einfach. 13. Ich möchte nicht billig sparen. Ganz ehrlich. Was jetzt erklärt hat, war zum Beispiel, ich soll nicht hektisch reagieren, wenn mich wer kickt, wenn ich getroffen werde, sondern ich soll einfach ruhig bleiben, ich soll blocken, wenn ich getroffen werde, ich baue nicht gleich zurück kontern, sondern ich muss nur überlegen, was ich tue. Ich muss mir das anschauen, was er macht und ruhig bleiben und vor allem dabei. Ja, Leute, auch das ist eine Strategie, also wenn man punktemäßig vorne liegt, den Kampf nach Hause holen und nicht noch ein K.O. riskieren. Das war jetzt die Aufgabe dieser letzten Runde, deswegen waren noch keine Pads mehr im Spiel, sondern es ging darum, den Gegner zu blockieren, aufzuhalten oder zu stoppen. Das heißt eben mit diesen Tipkicks und mit Ellbögen und so weiter. Also definitiv ein Strategiethema. Ja. Clinchen. Die ganze Zeit. Ich finde das halt einfach lustig. Wir machen da gerade seine Art Clinch-Sparring. Das heißt, es geht hauptsächlich um das Clinchen und um Knie im Clinch. Und sein Trainer versucht ihm die ganze Zeit zu blockieren. Und er lacht einfach die ganze Zeit. Weil er 400 Kämpfe im Konto hat, dem ist es einfach wurscht, mit wem er im Clinch ist. Trainingspartner Golf, sehr stark, noch zu stark, aber ich werde ihn bald einholen. Ja. Aber jetzt noch eine Runde Fokus auf Clinch. Ja, jetzt noch Clinch, versuch nicht zurückzugehen, man sieht es dann eher im Video, sobald ich rückwärts gehe, ist einfach ist erledigt. Und vor allem, das sind jetzt nur Ellbogen und Knie. Ich stecke einmal auf meiner Distanz, also ich kann boxen und kicken. Ja. Das ist nicht gut. Ich bin schon auf der Kamera und Handys. Catch. Hey! Der Mick.
Um was ging es jetzt bei dem Kick? Also das gesehen hat. Ich habe selber mit dem Arm verteidigt. Und ich konnte nicht rein, also gar nichts. Ja. Er steht da. Kann dann Kicks und Knie blocken, indem man da kann die Hände so blocken, ja. Ellbogen. Und das Problem ist halt, wenn ich auf den T-Part zum Beispiel jetzt so reingehe, hat er ja ein paar Mal Lefer gezeigt, hat er gefegt, geht mir den Ellbogen rein zum Beispiel. Und er wollte halt, dass ich anfege. Und im Moment, wo er den Tee wirft, ich ihn wegdrücke. Nur mit der Hand, aber nicht mit dem ganzen Oberkörper, ja, weil es so langsam ist. Er wollte nur sich den schnell rüberdrehen. Ja. Dann kann ich mit was auch immer reingehen. Leute, das war's vom heutigen Training. Wir sind fertig und wir werden euch natürlich wieder bei den nächsten Trainings ein paar Aufnahmen machen und ein Video zusammenstellen. Abonniert diesen Kanal und gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.